Ich kann gerne auch einmal zeigen, weil gerade angesprochen wurde, wie einfach es ist, so eine Phishing-Seite selber aufzusetzen. Ja, mach mal, gerne. Wir haben hier die Original-Google-Seite, www.google.com, also alles wunderbar. Das ist das Original. Hier neben sehen wir meine Phishing-Seite davon. Wenn man sich so das Layout der Seite anguckt, ist das wirklich 1:1 gleich. Das Einzige, was hier oben jetzt auffällt, ist natürlich die andere Domain, weil es gerade bei mir lokal läuft. Und netterweise habe ich das auch malicious HTML genannt, damit ich selber hier jetzt nicht durcheinander komme. Damit es auch der Letzte versteht. Damit es auch der Letzte versteht, genau. Ich habe wirklich ungefähr 10 Sekunden gebraucht, um das zu bauen. Was habe ich einfach gemacht? Ich bin aufs Original Google gegangen, bin hier mal auf View Page Source, habe mir das alles, was jetzt hier ist, kopiert. Das Ganze einmal in Editor reingepackt und abgespeichert. Also das ist hier jetzt einfach der Google-Code, ne, malicious HTML. Das Einzige, was ich geändert habe, ist, ich habe hier noch ein weiteres JavaScript einfach mal eingefügt. Ein sogenanntes Hooking-Framework, womit ich jetzt den Browser von jemand anderem tatsächlich komplett übernehmen kann und halt einen Fisch deployen kann. Das heißt, was kannst du dann genau machen? Kannst du dann irgendwie irgendwelche Login-Dialoge da reinfaken? Ganz genau, oder? Man kann halt Login-Dialoge reinfaken für KeyPass, wenn ich halt eine Keychain abgreifen will, für LinkedIn, für was auch immer. Wir machen das Ganze einfach mal im Google-Beispiel jetzt. Mhm. Dank Technologien wie Docker kriege ich halt dieses Exploitation-Framework, was dahinter ist. Beef heißt das, Freihaus geliefert. Ich muss nur diese eine Zeile in meine Command eingeben, schmeiß das ganze Ding hier jetzt einmal an. Das dauert jetzt irgendwie 2-3 Sekündchen. Dann startet das im Hintergrund. Und dann können wir anfangen, im Browser von jemand anders rumzuspielen. In diesem Fall bin ich natürlich selber auch das Opfer. So, das Ding ist geladen. Jetzt gehen wir hier einmal auf das UI. Hoffentlich, dauert ein Sekündchen. Hast du zu den Demogöttern gebetet heute Morgen? Mhm, da haben wir es doch schon. So. Ach, sehr schön. Wir loggen uns jetzt hier ein. Was wir jetzt hier sehen können, das ist quasi aus Sicht des Cyberkriminellen, wenn man möchte, oder in unserem Fall natürlich des Security Researchers. Wir haben also jetzt jemanden irgendwie auf unser Google Fake gelockt mit einer E-Mail. Er ist einfach drauf gekommen, über ein Forum, wie auch immer. Und was wir jetzt hier sehen können, plötzlich taucht hier jemand auf. Das heißt, das ist unser gehookter Browser, in dem Fall ich selber halt, könnte aber jetzt irgendjemand auf der Welt sein, der auf meine Seite gekommen ist. Das heißt, wenn ich jetzt 100 Leute irgendwie da drauf geklickt hätte, hätte ich hier eine Liste von 100 IP-Adressen, wo ich sehen könnte, okay, die habe ich jetzt gehookt, da kann ich also kontrollieren, was ich machen möchte. Wir haben gesagt, wir wollen mal einen Google-Fish machen. Ich habe hier eine ganze Auswahl an Exploits, Netzwerksachen, kann da Sachen hin und her schieben, Pop-ups einblenden, die umleiten auf andere Seiten. Also eigentlich habe ich jetzt die volle Kontrolle über den Browser. Wir machen aber mal was Simples. Ich mache hier mal einen Google-Fisch. Also an der Stelle hat der Nutzer davon aber noch nichts gemerkt. Der hat gar nichts gemerkt. Also für den Nutzer sieht hier das einfach aus wie immer. Hier ist noch gar nichts passiert bei dem. Danach leiten wir auch einfach unauffällig wieder auf Google.com um. Jetzt mache ich hier ein Execute. Das heißt, hier ist jetzt gerade die Parameter genau gesetzt, die für dich relevant sind. Und was wir jetzt hier sehen, jetzt haben wir Nutzer hier auf einem Google-Login. Der sieht jetzt auch erstmal irgendwie ganz okay aus. Nehmen wir jetzt hier einfach mal meine Google-Adresse. Das Passwort nehmen wir jetzt mal gefaked. Ich tippe also mal einfach irgendwas ein. Mache hier mein Sign-In. Passiert Magic. Ich lande wieder auf Google. Denke, komisch, hat vielleicht nicht geklappt. Wenn ich das jetzt ein bisschen ernster betreiben würde, hätte ich jetzt einfach die Credentials genommen und dann an Google tatsächlich weitergegeben. Dann wäre man noch eingeloggt. Dann wäre das halt gar nicht aufgefallen. Die Mühe habe ich mir jetzt nicht gemacht. Das Interessante ist aber jetzt, was wir hier sehen, Module Results History. Ich habe ein Command abgefeuert. Data Result war stefanhauser.de und das Passwort, was ich eingegeben habe. Damit habe ich die Daten schon da. Wenn ich jetzt sage, ich kaufe mir im Darknet für vielleicht 10 Dollar 20 Millionen E-Mail-Adressen irgendwie ein, schicke einmal den Link an alle Leute, 200 klicken da drauf, die habe ich, dann habe ich 200 Gmail-Konten irgendwie geknackt, kann damit Schabernack machen. Das war jetzt wirklich eine Sache von 30 Sekunden aufsetzen, dann läuft das Ganze. Wenn ich das natürlich professioneller mache, brauche ich einmal noch eine richtige Domain im Internet, die ich mir registrieren muss, wo ich das drauf laufen lassen kann. Aber auch das ist eine Sache, das ist in einer halben Stunde durch, wenn man das schon ein, zwei Mal gemacht hat. Und sich ein Zertifikat dafür besorgen, um oben halt ein grünes Lämpchen zu kriegen, läuft heute vollautomatisiert, das ist auch ruckzuck. Sagen wir also mal großzügig, wenn man die Sache ordentlich macht, hat man das in dem Tag stehen. Wenn man es noch größer machen möchte und professioneller, gibt es halt neben Beef, was ich hier genommen habe, was so ein bisschen generelles Browser-Exploitation ist, noch Frameworks wie GoFish,
womit man komplette Phishing-Kampagnen planen kann. Das heißt, man kann da Nutzer importieren, man kann sich Kampagnen machen, man kann Templates hinlegen, dass die Usernames eingesetzt werden, dass man also auch nicht, wie gerade gesehen, Postbank her Punkt, Punkt, Punkt hat, sondern es den echten Namen da drin und so weiter und so fort. Und dann würde ich sagen, ist man in ein, zwei Tagen startklar, dann drückt man nur noch auf Senden und danach kann man sich die Credentials abgreifen. Das hört sich jetzt ähnlich an, wie würde jetzt ein ganz, ganz normales Unternehmen irgendwelche Newsletter verschicken. Ganz genau so. Nur eben, so. Dass es halt irgendwelche Phishing-Mails sind oder Sachen, wo halt nicht ganz so nette Anhänge drin sind.